Herzlich willkommen bei Martini Mondo. Heute sprechen wir über Wohneigentum. Dies ist sehr ein spannendes Thema, denn die Schweiz ist ein Volk von Mietern. Gut 60% der Haushalte wohnen in Mietwohnungen. Für viele ist es deshalb ein Traum, ein eigenes Haus oder Eigentumswohnung zu besitzen. Doch der Punkt ist, dass du vielleicht denkst, du kannst ein Haus bauen nur aus deinem ersparten Geld, ohne vorher Investments zu verkaufen und ohne Erbvorbezug aus der Familie und ohne Baulanderwerb aus Familienbesitz. Ja, Dreamer. You dream, du. Nein. Nun, ich kann dir sagen, das wird schwierig. Doch es ist durchaus möglich, ein Haus zu bauen, nur aus den eigenen Ersparnissen. Doch wie gesagt, es ist ein ehrgeiziges Ziel. Beginnen wir mit dem Kapitel Eigenkapital. Also wir können ganz einfach ausrechnen, wie lange wir brauchen, um das Ganze anzusparen. Also was kostet ein schönes Häuschen? Alles in allem gut 1,2 bis 1,5 Millionen Franken. Nehmen wir hier jetzt aber 1,2 Millionen. Dann brauchen wir für eine Hypothek 20% Eigenkapital. Das wären dann 240.000. Da aber 20% eher knapp sind, macht es Sinn, noch etwas Reserven zu haben. Also rechnen wir hier besser mit 300.000, die wir als Eigenkapital aufbringen müssen. Nun gut, im Normalfall kauft man ja ein Haus gemeinsam mit seiner Frau oder Freundin. Also macht dies dann noch pro Person 150.000. Aber wie machen wir das? Nun, auch hier eine einfache Rechnung. Wenn du zum Beispiel jeden Monat 1.500 Franken auf die Seite legen kannst, dann hast du nach einem Jahr 18.000 Franken. Und zack, schon hast du das Ganze nach 9 Jahren zusammengespart. Und jetzt denkst du vielleicht, was? 1.500 im Monat auf die Seite legen? Das schaffe ich nie. Nun, ich denke, wenn du in der Schweiz lebst und keine Kinder hast, sollte es durchaus möglich sein, 1.500 Franken pro Monat auf die Seite zu legen. Ansonsten musst du deine Ausgaben überdenken. Jetzt ist es aber so, dass wir das alles nicht in Cash haben müssen, sondern wir dürfen auch noch das Geld aus der Pensionskasse holen. Jedoch nicht alles. Hier gilt die Regel, mindestens 10% des Eigenkapitals müssen aus eigenen Cash-Reserven stammen, als sogenannte harte Eigenmittel. Den Rest dürfen wir aus der Pensionskasse holen. Aber da man ja meistens in jungem Alter, also zwischen 30 und 35, ein Haus baut, spielt das Geld aus der Pensionskasse nicht so eine große Rolle, denn in diesem Alter ist dort noch nicht wirklich viel Geld drin. Also musst du den Großteil des Eigenkapitals in Cash bringen und das musst du einfach akzeptieren. Und das geht halt eben nur durch eisernes Sparen. Zudem würde ich hier vorsichtig sein mit Aktieninvestments. Also es kommt natürlich darauf an, wann du das Haus kaufen möchtest. Wenn du es in 10 Jahren kaufen möchtest, dann kannst du gut von Anfang an in einen Aktien-ETF investieren. Denn mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du dann in 10 Jahren, wenn du das Geld brauchst, nicht im Minus sein und du kannst einen ETF mit Gewinn verkaufen. Möchtest du jedoch bereits in 3 Jahren das Haus kaufen, dann würde ich keine Aktieninvestments empfehlen. Denn dann besteht durchaus die Möglichkeit, dass dann, wenn du das Geld brauchst, du mit deinem Investment gerade im Minus liegst. Und dann hast du ein Problem, weil dann musst du im Minus verkaufen. Für diesen Fall würde ich P2P-Kredite empfehlen, wie zum Beispiel bei der Schweizer Plattform cashshare.ch. Denn auch hier machst du gut 5% Rendite im Jahr und du kannst dieses Geld aber viel besser terminieren, wann du es zurückbekommst. Okay, so viel zu dem. Nun, die nächste Hürde ist die Tragbarkeit. Tragbarkeit bedeutet, wie hoch sind die Schulden im Verhältnis zu deinem Einkommen. Und dieses Verhältnis darf nicht mehr als 3 zu 1 sein. Das bedeutet, du musst 3-mal so viel verdienen, wie du Kosten hast für dein Eigenheim. Und mit Kosten meine ich Unterhalt und Amortisation. Eine Faustregel besagt, dass dies zusammen ungefähr 6% beträgt, also 6% vom Preis des Eigenheims. Also nehmen wir wieder unser Beispiel von einem Haus für 1,2 Millionen Franken und dann rechnen wir 6% davon aus, dies ergibt 72.000 Franken. Und nun müssen wir 3-mal so viel Einkommen haben wie diese 72.000. Das wären dann 216.000 Franken. Also müssen wir gemeinsam, ich und meine Partnerin,
ein Einkommen aufweisen in der Höhe von 216.000 Franken pro Jahr. Und das ist doch eine Hausnummer. Gut, wenn beide einen guten Job haben, kommt man schnell in diesen Bereich. Doch wie gesagt, das ist eher überdurchschnittlich. Also was machst du nun, wenn du mit deinem Partner nicht so ein hohes Einkommen hast? Nun ganz einfach, dann musst du halt einfach mehr Cash bringen. Denn wenn du mehr Eigenkapital bringst, dann drücken die Banken meist ein Auge zu bei der Tragbarkeit. Noch kurz zum Thema Amortisation. Hier muss noch gesagt werden, es gibt zwei verschiedene Arten der Amortisation. Erstens die direkte Amortisation und die indirekte Amortisation. Bei der direkten Amortisation bringst du deiner Bank direkt zum Beispiel 5.000 Franken pro Jahr. Das bedeutet, deine Hypothek sinkt auch direkt um 5.000 Franken pro Jahr. Dann gibt es noch die indirekte Amortisation. Dies bedeutet, du nimmst dein Geld, zahlst dieses auf ein Säule 3a-Konto ein und du verpflichtest dich, nach 15 Jahren dieses Geld der Bank zu überweisen. Dies hat einen Vorteil, denn so kannst du Einkommensteuern sparen, weil wir wissen ja, das Säule 3a-Geld können wir von den Steuern abziehen. Noch zum Thema Hypotheken. Banken und Versicherungen bieten Hypotheken an. Generell kann man sagen, dass Versicherungen selektiver vorgehen, wenn es darum geht, eine Hypothek herauszugeben. Also Versicherungen stimmen nur zu, wenn alles zu 100% stimmt. Also das Objekt ist an guter Lage und die Bonität des Kreditnehmers stimmt. Weiter kann man sagen, dass wenn du zu deiner Hausbank gehst und eine Hypothek möchtest, bekommst du in der Regel nicht die besten Konditionen, weil die Hausbank geht davon aus, dass der Kunde, der ja schon ewig bei dieser Bank ist, faul ist und sowieso bei uns bleiben wird. Also deshalb empfehle ich dir, wenn du eine Hypothek suchst, dann gehe raus und vergleiche verschiedene Anbieter. Es gibt heutzutage zahlreiche unabhängige Vergleichsdienstleister, die dir diesen Service anbieten. Und das lohnt sich wirklich. Dann weiter, was es noch zu sagen gibt. Wenn du noch ganz am Anfang stehst und du dir unbedingt ein Haus wünschst, dann gib nicht auf und stelle dir einen Sparplan zusammen und halte an deinem Ziel fest. Überlege dir zudem, ob es für dich Sinn macht, in einen Aktien-ETF zu investieren oder ob P2P-Kredite besser für dich geeignet sind. Weiter muss man noch sagen, dass es heute auch sehr viele junge Menschen gibt, die sagen, sie wollen gar kein eigenes Haus oder sie wollen gar kein Haus bauen. Und das ist natürlich völlig legitim. Es muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob er ein Haus will oder nicht. Natürlich kann man auch ein erfülltes und glückliches Leben führen in einer Mietwohnung. Ich denke, das gibt es überhaupt keinen Einfluss. Wichtig ist einfach, dass du und deine Partnerin dieselben Ziele haben. Also wenn du ein Haus möchtest und bereit bist, 10 Jahre lang dafür zu sparen, deine Partnerin aber nicht, dann wird das früher oder später zu einem Problem werden. Also sprich unbedingt mit deinem Partner oder deiner Partnerin über dieses Thema. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte dich etwas zum Nachdenken bringen und wir sehen oder hören uns im nächsten Video.